Es ist an diesem siebten Spieltag so ein bisschen das Duell der Top-Starter gegen die Fehlstarter. Die Löwen schon mit 4 Siegen, unter anderem ja gegen Kiel und Melsung gewonnen. Der HC aus Erlangen hier in Weiß hingegen erst mit einem Erfolg in dieser Spielzeit hängen voll unten drin. Die Löwen erwartungsgemäß offensiv durchschlagskräftig 2:1 nach gut 2,5 Minuten durch Tim Notdurft. Und auch ihr neuer Halbrechter kommt wieder richtig gut rein in diese Partie, Ivan Martinovic. Erlangen hält zwar mit, bekommt defensiv aber nicht so richtig den Zugriff, auch weil er hier Davidson gut Regie führt und Yannick Kohlbacher liegt eigentlich schon auf dem Boden und kann trotzdem noch den Heber setzen. In der Endphase der ersten Hälfte können sich die Löwen so ein bisschen absetzen. Davidson führt nicht nur clever Regie, ist heute auch immer wieder extrem torgefährlich unterwegs. Erlangen offensiv zwar gut dabei, aber hinten drin bei den Löwen steht eben Michael Apelgren. Immer wieder er mit wichtigen Paraden am heutigen Tag. Trotzdem bleibt es eng. Plus 3 zwischenzeitlich. Die Löwen erhöhen auf plus 4, knapp 5 Minuten vor dem Ende der ersten Hälfte. Aber ein 4-0-Lauf und dann steht es 19-19 und dann dieses Ding. Nach Ablauf der ersten 30 Minuten, Jon Lindenkrone. Was für ein Handgelenk. Der direkte Freiwurf noch einmal zum Zungeschnalzen. Mr. Topspin in den Winkel. Die Themen aus Hälfte 1, sie setzen sich fort. Yannick Kohlbacher weiß mit jedem Ball irgendwie etwas anzufangen am heutigen Tag. Wildes Ding da von Grötzky quer durch den Kreis. Kohlbacher heute mit 8 Toren bei 8 Versuchen. Davidson lenkt das Spiel clever. Martinovic hier, der Nutznießer, super Dreher. Die Löwen ziehen immer weiter davon und setzen sich immer weiter ab. Gut eine Minute vor dem Ende der Partie ist das Spiel mehr oder weniger entschieden. Plus 5 für die Rhein-Neckar-Löwen. Erlangen zwar mit 33 Auswärtstoren, aber sie kassieren eben auch 38. Dementsprechend 2 Punkte für die Rhein-Neckar-Löwen. Alle Spiele live und auf Abruf bei dein